Hallo, mein Name ist Stefanie Klanzner und ich freue mich heute ein bisschen über das Geno sprechen zu dürfen und über unsere Erfahrungen. Ja, das Geno und das Rulax ist unser Familienregenerations-Power-Programm inzwischen. Ich benutze es, meine Eltern und meine Kinder benutzen es und ich wende es auch bei unseren Tieren an. Also wir haben Pferde und einen Hund und die bekommen es auch. Ja, jeder von uns hat ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Geno gemacht. Das Schöne bei mir ist, damit ich es belegen kann anhand von Blutwerten. Also es ist quasi messbar. Ich konnte unter ärztlicher Aufsicht innerhalb von einem Jahr meine Medikamente komplett ausschleichen. Ich habe keine OP gebraucht, keine Strahlentherapie. Meine Werte sind stabil, wie gesagt, jetzt seit einem Dreivierteljahr circa. Mir geht es sehr, sehr gut und ich bin überaus glücklich und sehr, sehr dankbar, damit das Geno in mein Leben gekommen ist. Natürlich sind meine Eltern dann auch ein bisschen neugierig geworden, Gott sei Dank. Und ich habe es auch immer bei meinen Eltern mit angewendet. Mein Papa hat große Probleme mit Schuppenflechte gehabt. Das ist mittlerweile so gut wie weg. Es ist wirklich minimalst sichtbar noch. Und er hat es sehr, sehr stark gehabt über viele Jahre. Er hat auch immer große Probleme mit dem Augendruck gehabt. Das heißt, der Augendruck war immer zu hoch. Und seit er das Geno benutzt, war der Augendruck in den Kontrolluntersuchungen immer im Normbereich. Was uns natürlich sehr, sehr glücklich macht, weil er da schon sehr viele OPs auch hatte. Ja, meine Mama, die neueste Erfahrung jetzt gerade vor kurzem war, dass sie seit über einem halben Jahr so einen Schnappfinger hat am Daumen, der ihr sehr große Probleme gemacht hat. Meine Mama sitzt im Rollstuhl und braucht einfach ihre Hände sehr viel. Und wenn dann natürlich eine Hand nicht mehr so gut funktioniert und sehr schmerzhaft ist, ist es natürlich sehr, sehr ungünstig. Da habe ich ihr gesagt, probier doch einfach mal die Patches von dem Geno zwischen deine Finger zu legen, da wo die schmerzende Stelle ist oder der schmerzende Finger bzw. der Daumen war es bei ihr. Das hat sie gemacht, mehrere Anwendungen. Hat mich dann morgens angerufen, hat gesagt, du, kann das sein, damit mein Schnappfinger weg ist? Es ist ja, ich glaube es ja gar nicht, wie großartig ist das denn? Ja, und der Zustand hält weiter auch an. Sie hat keine Probleme mehr mit dem Finger, der schnappt nicht mehr nach hinten und sie hat noch leichte Schmerzen, aber überhaupt keinen Vergleich mehr. Ja, dann hatten wir noch ein sehr krasses Erlebnis. Das war letztes Jahr, hatte meine Mama eine OP gehabt. Ihr ging es ja sehr schlecht. Sie hat auch ein Nahtoderlebnis gehabt und wollte eigentlich nicht mehr zurück. Und so habe ich meine Mama noch nie gesehen. Ich war ständig bei ihr und habe ihr jeden zweiten Tag das Geno dran gemacht. Und man konnte zusehen nach jeder Anwendung, wie die Lebensenergie einfach wieder zurückkam. Ja, es hat mich sehr, sehr beeindruckt und ich bin mehr als glücklich, dass wir das so geschafft haben mit dem Geno. Ja, das waren unsere Erfahrungen. Das mit meiner Mama nimmt mich immer noch ein bisschen mit. Entschuldigung. Ja, also ich kann wirklich von Herzen jedem nur dieses Geno empfehlen. Es braucht alles auch ein bisschen Zeit. Man muss einfach die Anwendung machen und muss es einfach geschehen lassen. Der Körper weiß, was er zu tun hat. Vertraut einfach, geht ins Vertrauen zu euch, zu eurem Körper. Und geht in die Selbstverantwortung. Ja, wir können ganz viel für uns selbst tun, für unseren Körper. Und kümmert euch selbst um eure Gesundheit. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was ich euch heute einfach auch sagen möchte. Und das ist wirklich eine Investition für euer Leben. Ihr könnt es immer benutzen, ihr könnt es verleihen, ihr könnt es anderen Menschen damit helfen, Gutes tun, denen es gerade schlecht geht. Bei den Tieren kann man es anwenden. Ja, also es ist einfach großartig.
Vielen, vielen Dank an den Professor Hans Kempe für diese wunderbare Erfindung und dass es auch alle Menschen nutzen können und nicht nur die Reichen. Vielen Dank fürs Zuhören.